Diese Wraps müsst ihr unbedingt nachmachen. So einfach und so lecker. Die Mengenangabe findet ihr in der Beschreibung. Zuerst würzen wir das Hähnchen mit Tomatenmark, Paprika, Edelsüß, Salz, Pfeffer und einer gepressten Knoblauchzehe. Das stellen wir dann zur Seite und braten Zwiebel und Knoblauch an. Nach 2 bis 3 Minuten gebt ihr das Hähnchen dazu und bratet es ebenfalls an. In der Zwischenzeit bereiten wir die Guacamole vor und dafür gebt ihr alles in einen tiefen Teller und verrührt das Ganze. Nachdem das Hähnchen von beiden Seiten fertig angebraten ist, macht ihr nochmal den Deckel drauf und die Hitze etwas runter. Und nach ein paar Minuten könnt ihr dann das Hähnchen rausnehmen und mit 2 Gabeln zerkleinern. Macht das aber am besten auf einem Brett und nicht in einer Schüssel. Das Hähnchen nochmal zurück in die Pfanne geben und mit dem Rest vermischen, also mit der Paprika und der Zwiebel. Käse, Chicken, Guacamole und Nachos auf einen Wrap geben. Einrollen und nochmals von beiden Seiten in eine extra Pfanne anbraten, bis der Käse geschmolzen ist. Und das Wichtigste, lasst es euch schmecken.